Dr. Doom ist besiegt. Oder zumindest glauben wir das. Denn sein Werk lebt weiterhin auf der Insel. Im Verborgenen hat er nämlich Mephisto beschworen. Ein unfassbar mächtiger Dämon, der der Insel richtig schaden kann. Das und mehr ist die Fortnite-Geschichte von Kapitel 5, der Fortnite-Mers und wie das Kapitel zu Ende geht. Um alles zu verstehen, müssen wir zurück zu Kapitel 5, Season 1. Obwohl es hier nicht wirklich viel Geschichte gab, gab es ein wichtiges Event, das man so gar nicht mitbekommen hat. Und zwar geht es um Valeria. Sie ist die Schwester von Hope, eine Verbündete von Jones. Die Verbindung wird später nochmal sehr, sehr wichtig. Valeria wollte unbedingt Pandoras Box finden. Eine unfassbar mächtige Box, die alle Schlechte der Welt mit sich bringen soll. Und genau aus dem Grund soll man die Box auch auf gar keinen Fall öffnen. Die Anweisung, also dass man die Box auf gar keinen Fall öffnen sollte, kommt direkt von Zeus. Womit wir in Season 2 sind. Auf die Anweisung hört Valeria allerdings nicht und öffnet die Box trotzdem. Und somit haben wir in Season 2 die ganzen griechischen Götter gekriegt. Also diese ganzen griechischen Götter sind aus der Pandoras Box gekommen. Darunter aber auch Zeus. Und er findet, da wir Sterblichen noch nicht mehr so einfache Anweisungen nicht mehr folgen konnten, dass wir alle sterben sollten. Ja, ich weiß, richtig entspannter und chilliger Dude. Naja, zum Glück hatten wir jemanden auf unserer Seite, der mit dem Orakel zusammengearbeitet hat, um die Götter zu besiegen. Und zwar Hope. Wie gesagt, die Schwester von Valeria. Hope wird auch noch im Laufe der Geschichte immer und immer wichtiger. Dafür auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Season 2 endet dann damit, dass wir die Götter bzw. Zeus besiegen. Wie genau ist jetzt nicht so wichtig, was aber wichtig ist, während des Kampfes verursachen Zeus Blitze, dass Pandoras Box sich wieder öffnet. Dieses Mal kommen allerdings keine Götter raus, sondern ein riesiger Sandsturm, der einen neuen Schurken auf die Insel bringt, der die Insel an sich reißen will. Megalodon. Womit wir in Season 3 sind. Megalodon ist unfassbar mächtig. Laut Hope war er sogar so mächtig, dass er die Insel an sich reißen hätte können. Und das wollte er auch. Sein Problem war nur, er selbst war auch nur eine Marionette. Denn die Person, die er als einen weisen Freund bezeichnet, will selbst auch nur die Macht der Pandoras Box und benutzt ihn. Das merkt Megalodon allerdings erst viel zu spät und so sabotiert dieser geheimnisvolle jemand Megalodons Plan, um selber Herrscher über Pandoras Box zu sein. Dieser jemand ist Dr. Doom, womit wir in Season 4 sind. Da es leider keinen gibt, der Dr. Doom aufhalten kann, reißt er den Markt von Pandoras Box an sich. Das ultimative Ziel davon für Dr. Doom ist es, seine verstorbene Mutter zurückzuholen. Naja, zumindest fürs Erste. Denn er nutzt Pandoras Box auch dafür, um sich eine neue Rüstung zu bauen. Mit dieser Rüstung und der Macht der Pandoras Box tötet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Darunter auch Galactus und Thanos, um einfach mal zu zeigen, wie mächtig er wirklich ist. Und je mächtiger er wurde, desto mehr hat er auch festgestellt, dass er die Macht mag, über alles zu herrschen. Weswegen er dann auch die Pandoras Box genutzt hat, um alle Macht der Welt zu haben, ohne dabei selbst zu sterben. Diese unfassbar mächtige Version von Doom haben wir dann auch im Doom-Event bekämpft. Deswegen hatte er auch 2 Billionen HP. Das Ende des Events war dann ja, dass wir Doom geschwächt und weggeschickt haben. Aber wir haben ihn ja nicht per se besiegt. Also ja, er ist nicht mehr auf der Insel und ja, er kann uns keinen Schaden mehr zufügen. Aber er ist lediglich nur beschädigt. Das Ende von Dr. Doom und das Ende des Liedes ist das Ganze allerdings noch nicht. Denn obwohl Doom selber weg ist, hat er erfolgreich den Dämon Mephisto beschworen. Denn Dooms Plan war es ja eigentlich, mit Mephistos Hilfe seine Mutter zurückzuholen. Aber jetzt ist Doom weg, womit Mephisto tun und lassen kann, was er will. Womit wir hier und jetzt bei den Fortnite-Mers sind. Jetzt, da Doom aber weg ist, stellt sich die Frage,
Wer hat die Macht der Pandoras Box? Dieses Mal hat die Box selbst entschieden, wer die Macht haben soll. Hope. Wie gesagt, sie ist auch sehr, sehr wichtig und wird es auch für die nächsten paar Monate oder gar Jahre sein. Denn sie soll die Nachfolgerin von Jones sein. Ihr wisst schon, die Hauptfigur der Fortnite-Geschichte bis jetzt. Warum Jones einen Nachfolger braucht, klären wir gleich. Denn erstmal müssen wir über das Ende von Kapitel 5 sprechen. Das kommt höchstwahrscheinlich Anfang Dezember. Dazwischen haben wir erstmal die Fortnite-Mers und dann im November, laut Leakern, OG Kapitel 2. Eine Art OG-Season könnten aber schon die Fortnite-Mers bringen. Denn der Cuddle-Team-Liederkopf aus Kapitel 3 findet man heute wieder auf der Karte. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass während der Fortnite-Mers noch mehr Sachen aus Kapitel 3 kommen. Denn die gesamte Kapitel 3-Karte wurde laut Leakern in die Daten für das Fortnite-Mers-Update gepackt. Womit wir nochmal zu Hope und Jones zurückkommen. Da das Ende des Kapitels demnächst ansteht, wird es auch wieder Zeit für ein großes Event. Eines, bei dem Jones draufgehen könnte oder so ähnlich. Er ist nämlich anscheinend bereit, sich zu opfern. Denn seit Monaten bereitet Jones Hope darauf vor, in seine Fußstapfen zu treten. Und das traue ich Hope auch zu, denn sie hat ja schließlich mit dem Orakel gearbeitet, um die Götter zu besiegen, und die Pandoras Box hat ja sie ausgewählt. Was aber auch bedeuten würde, dass Hope für die nächsten paar Monate oder gar Jahre ein fester Teil der Fortnite-Geschichte wäre. Aber gut, was da genau passieren wird, müssen wir erst noch sehen. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.